So zerstörst du deine Laderegler, wenn du das nicht beachtest. Und welcher ist der richtige? 15 Ampere, 20, 50 Ampere? Es gibt ganz verschiedene. Als Beispiel nehmen wir zwei Solarmodule mit jeweils 400 Watt. Wir machen das Beispiel mit drei Akkus, 12 Volt, 24 Volt und 48 Volt. Das ist die Ladespannung, die steht immer in den technischen Daten von dem Akku. Wir nehmen jetzt also unsere 800 Watt und teilen die durch die Ladespannung 14,6. Das heißt, bei einem 12-Volt-Akku bräuchten wir einen Laderegler mit mindestens 54 Ampere. Bei einem 24-Volt-Akku teilen wir das durch 29,2. Hier brauchen wir einen Laderegler mit mindestens 27 Ampere. Bei einem 48-Volt-Akku haben wir eine Ladespannung von 58,4. Du siehst hier, je höher die Akkuspannung, desto kleiner darf der Laderegler sein. Bei einem 48-Volt-Akku reicht ein 20-Ampere-Laderegler aus. Achte unbedingt darauf, dass dein Laderegler auch deine Akkuspannung kann. Der 15er von Victron kann zum Beispiel nur maximal 24 Volt, der 20er kann sogar 48 Volt. Achte auch unbedingt darauf, dass deine Solarmodule, die in Reihe geschaltet sind, nicht über die maximale Spannung kommen. Genau dieses Thema habe ich detailliert in einem anderen Video besprochen.